wir wollen vor allem auch zeigen, dass bei Männern das Thema Body-Shaming auch eines ist, das beachtenswert ist. Ein Schönheitsideal, zum Beispiel das der Antike, kann eine Kränkung für seinen Betrachter darstellen, wenn sich dieser durch den Vergleich minderwertig fühlt. Manche gehen daher so weit, Schönheitsideale als toxisch zu bezeichnen. Gerade die Ideale, die schwer erreichbar sind, oder sogar die Ideale, die einfach nicht den Durchschnitt der Menschen widerspiegeln. Denn auch an Männer werden heutzutage durch Werbung oder durch andere Social-Media-Inhalte immer ikonische und stilisierte Ansprüche gestellt, die aber dem realistischen Mann nicht entsprechen. Doch was ist überhaupt ein Ideal? Laut Duden ein als höchsten Wert erkanntes Ziel, eine angestrebte Idee der Vollkommenheit. Das Ideal hat also nicht die Aufgabe, realistisch zu sein, dem Menschen zu entsprechen, es soll ihm als Orientierung dienen, welche Richtung als gut angesehen wird. Nicht für jeden stellt ein Ideal eine Kränkung dar, auch dann nicht, wenn er vom Ideal weit entfernt ist. Im Buch Jenseits von Gut und Böse schrieb Friedrich Nietzsche: Der Eitle freut sich über jede gute Meinung, die er über sich hört, ganz abseits von allen Gesichtspunkten ihrer Nützlichkeit und ebenso abgesehen von wahr und falsch, ebenso wie er an jeder schlechten Meinung leidet. Denn er unterwirft sich beiden, er fühlt sich ihnen unterworfen, aus jenem ältesten Instinkte der Unterwerfung, der an ihm ausbricht. Es ist der Sklave im Blute des Eitlen, ein Rest von der Verschmitztheit des Sklaven. Zitat Ende. Es ist also die Überlebensstrategie der Unterwerfung, die einen Menschen in Konfrontation mit einem Ideal leiden lässt. Der edle Mensch, der kein Sklave ist, bestimmt seine Werte selbst, unterwirft sich also keinem Urteil von außen und er verwechselt ein Ideal auch nicht mit einem Urteil über ihn. Daher spürt er keine Kränkung. Der Mensch mit dem freien Blick und ohne Ressentiment wird immer dazu tendieren, einen schönen Körper als gut zu bezeichnen, einfach weil er schön ist. Der Sklave hingegen tendiert dazu, die natürliche Moral umzukehren. Schönheit ist für ihn toxisch und sein Ideal eines Mannes stellt sich im Hässlichen dar, zum Beispiel in Form einer dickbäuchigen Meerjungfrau. Über die Moral der Sklaven schrieb Friedrich Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse: Gesetz, dass die Vergewaltigten, Gedrückten, Leidenden, Unfreien ihrer selbst ungewissen und müden moralisieren, was wird das Gleichartige ihrer moralischen Wertschätzung sein? Wahrscheinlich wird ein pessimistischer Argwohn gegen die ganze Lage des Menschen zum Ausdruck kommen, vielleicht eine Verurteilung des Menschen mitsamt seiner Lage. Der Blick der Sklaven ist abgünstig für die Tugenden des Mächtigen. Er hat Skepsis und Misstrauen, er hat Feinheit des Misstrauens gegen alles Gute, was dort geehrt wird. Er möchte sich überreden, dass das Glück selbst dort nicht echt sei. Umgekehrt werden die Eigenschaften hervorgezogen und mit Licht übergossen, welche dazu dienen, Leidenden das Dasein zu erleichtern. Zitat Ende. Die Sklavenmoral ist eine Reaktion und Rache gegenüber den Mächtigen und ihrer Aristokratenmoral. Man kehrt gut und schlecht um, um als Sklave in der moralischen Hierarchie aufzusteigen und die Mächtigen abzuwerten. Das Meerjungfrauen-Schönheitsideal ist eine Reaktion und Rache gegenüber dem Social-Media-Schönheitsideal. Der eitle Sklave fühlt sich gekränkt und fordert jetzt die Welt zum Umdenken auf. Aus Sicht des Sklaven ist etwas dann moralisch, wenn es für ihn bequem ist. Er ist kurzsichtig in seinem Urteil und er fordert die Außenwelt dazu auf, sich an seine Schwächen anzupassen. Selbstverantwortung klingt in seinen Ohren anrüchig, sie steht in Verdacht, toxisch zu sein, denn Selbstverantwortung, auch wenn sie ihn aus seinem Sklavenzustand befreien würde, ist unangenehm und damit aus seiner Sicht falsch.